Loslassen und entspannen mit Restorative Yoga. Namaste und willkommen auf meinem Yoga-Channel. Ich bin Martina und ich freue mich, dass du heute zugeschaltet hast. Heute habe ich eine Restorative Yoga-Stunde für dich vorbereitet. Restorative Yoga zum Loslassen und tief entspannen. Ideal, wenn du gestresst bist, vielleicht in der aktuellen Vorweihnachts- und Adventszeit. Oder wenn du einfach mal eine Auszeit für dich brauchst, entspannen und regenerieren möchtest. Beim Restorative Yoga ist das Ziel, wirklich möglichst tief und gut zu entspannen. Und deshalb leg dir so viele Hilfsmittel zurecht, wie du brauchst. Wir wollen möglichst mit wenig Anstrengung in die Positionen gehen. Ich empfehle dir zumindest, dir eine gefaltete Decke zurechtzulegen, gerne auch zwei. Wenn du ein Bolster hast, gerne ein Bolster, natürlich auch zwei, wenn du hast, aber das ist kein Muss. Alternativ gehen auch dicke Kissen, vielleicht auch Blöcke dir zurechtzulegen. Und es gibt zwei Übungen, die können wir auch mit dem Stuhl praktizieren, könntest dir also auch einen Stuhl dazu benutzen. Und dann leg dir alles zurecht, was du brauchst. Wir beginnen diese Stunde mit einer unterstützten Rückenlage. Wir beginnen in der Position des unterstützten liegenden Schmetterlings, verbunden mit einer Herzöffnung. Nimm dir gerne deinen Bolster und leg ihn dir längs auf deine Matte ab. Du kannst dir deinen Bolster so hoch positionieren, wie du möchtest, vielleicht noch mit einem Block oder einem Kissen darunter. Leg dir gerne auch eine Decke ans Kopfende oder ein Kissen, wenn du den Kopf unterstützen möchtest. Und dann lege dich mit deinem Oberkörper, mit deinem Brustkorb auf dem Bolster ab, sodass du hier wirklich ganz entspannt liegen kannst. Deine Füße kannst du hier in die Schmetterlingsposition bringen, das heißt, die Fußsohlen bringst du aneinander. Und lässt die Füße so weit nach vorne gleiten, wie es für dich angenehm ist. Deine Knie kannst du dir mit zwei Blöcken oder vielleicht, falls vorhanden, auch mit einem zweiten Bolster oder Kissen unterstützen. Oder falls der Schmetterling hier für dich nicht so angenehm ist, dann könntest du auch deine Füße aufstellen oder die Beine ausgestreckt lassen. Als deine Arme entspannt zur Seite geöffnet lassen, sodass du hier so eine angenehme Öffnung in deiner Brust verspürst. Atme tief ein und aus. Und erlaube es dir hier mit jedem Atemzug, ein wenig mehr loszulassen, zu entspannen. Vielleicht nimmst du zu Beginn noch ein paar Spannungen wahr in deiner Brust. Versuch mit dem Ausatmen alle Spannung loszulassen. Mir wirklich vollkommen zu entspannen.
Schreib ihr noch so 2, 3 Atemzüge. Und löst die Position dann langsam auf. Lass dir Zeit. Und spür der Wirkung hier nochmal nach. Wenn du magst, kannst du dich für einen Moment in die Rückenlage ablegen. Vielleicht magst du auch im Sitzen für einen Moment nachspüren. Dann leg dir nun dein Bolster quer auf deine Matte. Leg dir gerne eine Decke dahinter. Wir kommen in die Position der Meerjungfrau oder der unterstützten Seitneige. Du kannst dir auch, wenn du magst, noch so einen Block ans Kopfende legen. Und dann setze dich mit deiner rechten Taille neben dein Bolster ab, sodass jetzt deine Taille ganz entspannt auf dem Bolster sinken kann. Dein Kopf legst du sanft auf der gefalteten Decke ab. Deinen rechten Arm fädelst du so zwischen die Decke und dein Bolster hindurch und deinen linken Arm nimmst du über deinen Kopf, wenn es für dich angenehm ist. Du kannst hier auch gerne deine Hand auf den Block ablegen, wenn es für dich passt. Ansonsten leg die Hand dort ab, wo es jetzt für dich am stimmigsten ist, sodass du hier eine ganz angenehme Öffnung verspürst an der Körperseite. Und denk dran, beim Restorative Yoga geht es wirklich darum, zu entspannen. Weniger darum, jetzt eine bestimmte Dehnung zu erreichen, besonders beweglich zu werden, sondern wirklich darum, vollkommen zu entspannen. Und auch hier kann dir dein Atem wieder helfen, indem du hier ganz bewusst deinen Atem in deine freie, linke Körperseite schickst. Vielleicht spürst, wie sich die Rippen weiten mit der Einatmung, schließen mit der Ausatmung. Und du so mit jedem Atemzug ein kleines Stückchen mehr entspannen kannst. Thank you.
Und dann bleib noch für 2, 3 Atemzüge mehr. Löst dann langsam wieder auf und komme in die Position zur anderen Seite. Setz dich nun mit deiner linken Seite neben dein Bolster ab. Leg deine linke Taille auf dein Bolster, sodass jetzt die rechte Flanke gedehnt wird. Nimm den rechten Arm über deinen Kopf und leg die Hand hier gerne auf den Block ab, wenn du magst. Schau, dass du auch hier wirklich angenehm entspannt liegen kannst. Und dann schicke auch hier deinen Atem, deine freie, rechte Körperseite. Und erlaube es dir, mit jedem Atemzug noch so ein klein wenig mehr loszulassen, zu entspannen. Und dann bleib hier noch für 2, 3 Atemzüge mehr. Löst dann langsam wieder auf
Komm gerne für einen Moment zum Sitzen und spür der Wirkung der Praxis einmal nach. Lass dir hier so ein wenig Zeit, langsam nach oben zu kommen. Die nächste Position, die wir üben, ist die unterstützte Vorbeuge. Du kannst dir hier gerne so ein Türmchen bauen mit deinem Bolster, gerne mit so vielen Blöcken und Kissen unterstützen, wie du magst, dass du wirklich so ein ganz hohes Türmchen hast. Wenn du einen Stuhl zur Verfügung hast, könntest du dir auch einen Stuhl hinstellen, dass du dich daran lehnen kannst. Das ist auch eine schöne Sache. Und dann setz dich hier vor dein Türmchen oder vor deinen Stuhl. Du magst doch gerne erhöht auf ein Kissen oder auf eine Decke. Und dir ja wirklich alles, was du brauchst, wenn du was brauchst, um deine Stirn zu unterstützen, Kissen, eine Decke, nimm dir das gerne. Und setz dich so, wie es für dich bequem ist, mit geöffneten oder wenig weiter geöffneten Beinen oder etwas enger geöffneten Beinen vor deinen Bolster ab oder deinen Stuhl. Beug dich dann nach vorne, schau, dass es sich für deinen Rücken gut anfühlt. Ob du den Rücken eher runden möchtest oder lieber etwas gerade lassen möchtest. Du kannst deine Stirn hier noch unterstützen, vielleicht mit einem Fäustetürmchen. Schau, was hier für dich passt. Und dann lasse deinen Atem wieder ganz entspannt und ruhig werden. Atme tief in den Bereich deiner Schulterblätter ein. Und erlaube es dir, mit jedem Atemzug noch so ein klein wenig mehr zu entspannen und loszulassen.
Und dann bleib hier noch für 2, 3 Atemzüge mehr. Löst dann langsam wieder auf, lass dir Zeit. Spür hier gerne im Sitzen für einen Moment einmal nach. Und finde dich dann noch in die letzte Position vor der Endentspannung, in die unterstützte Umkehrhaltung. Du kannst dazu entweder deinen Stuhl benutzen und den am Ende deiner Matte aufstellen oder dir wieder so ein Türmchen bauen mit deinem Bolster. Vielleicht passt es sogar auch mit dem Türmchen, was du dir gebaut hast. Und dann leg dich vor deinem Türmchen ab. Schau, dass der hintere Teil deines Bolsters so ein wenig nach oben zeigt, dass du hier die Beine entspannt in die Luft strecken kannst. Alternativ ging das auch natürlich an der Wand, dass du Beine an die Wand legst. Schau, ob du noch ein Kissen brauchst, den du in deinen Kopf ablegen kannst. Dann lass dich hier wirklich ganz bewusst ankommen. Wirklich so eine ganz entspannte Position, die auch nochmal Ruhe reinbringt in das System. Dich hier wirklich ganz ankommen lässt. Dich ganz entspannen lässt. Lass deinen Atem tief und ruhig werden. Und entspanne hier noch ein wenig mehr. Diese Position. Vielleicht magst du dir so ein kleines Mantra noch mitgeben, dieser Position, dem Einatmen los, mit dem Ausatmen lassen, einatmen los, ausatmen lassen.
dann bleib auch hier noch für 2, 3 Atemzüge mehr. Lass dir auch hier nochmal Zeit, aus der Position herauszukommen. Du kannst so, während du noch liegst, dir überlegen, wie du die Position verlassen möchtest, wie du dich gleich einrichten möchtest für die Endentspannung. Vielleicht magst du dir ein Bolster unter die Knie legen, sodass du hier ein bisschen unterstützt sein kannst, vielleicht eine gerollte Decke. Vielleicht magst du dich aber auch einfach flach auf den Rücken legen. Oder vielleicht magst du dir auch eine Decke oder ein Kissen unter deine Brust legen, um hier nochmal so ein bisschen Öffnung reinzubringen. Schau mal, was es für dich jetzt braucht, was für dich jetzt so die angenehme Position ist, um der Praxis nochmal nachzuspüren, um hier nochmal wirklich ganz und vollkommen zu entspannen. Nimm dir auch gerne Decke, wenn du magst. Dann finde ich ja deine Position. Und schick hier nochmal ganz bewusst deine Aufmerksamkeit durch deinen ganzen Körper. Nimm deinen Körper wahr, wie er auf der Unterlage liegt, die ihn hält und trägt. Dein Atem, der ganz sanft und mühelos kommt. Ganz von alleine. Dann nimm deine Füße wahr auf der Erde. Entspanne deine Füße. Bring deine Aufmerksamkeit zu deinen Unterschenkeln, Schienbein, deinen Waden. Lass alle Anspannung los. Bring deine Aufmerksamkeit zu deinen Knien, deinen Oberschenkeln, deiner Hüfte und deinem Becken. Deinem unteren Rücken. Deinem Bauch. Deiner Brust und deinem mittleren Rücken. Und deinen Schultern, Schlüsselbeinen, den oberen Rücken. Bring deine Aufmerksamkeit zu deinen Armen, dass deine Arme ganz entspannt, deine Oberarme, deine Ellbogen, deine Unterarme, deine Hände und Finger. Bring die Aufmerksamkeit wieder nach oben zu deinen Schultern, bei deinen Schultern zu deinem Nacken und lass alle Spannung los, die vielleicht noch in deinem Nacken vorhanden sind. Dein Hinterkopf, dein Scheitel, die Stirn, die weich werden darf, entspannt. Deine Schläfen, die Augen dürfen entspannen. Deine Nase und auch der Mund und Kiefer dürfen ganz entspannt sein. Wenn du magst, bring hier so kleine Bewegungen in den Kiefer, lass die Kiefermuskeln entspannen. Und dann schick nochmal einen Scan durch deinen ganzen Körper, nimm wahr, ob irgendwo noch eine Spannung vorhanden ist. Lass mit deinem nächsten Ausatmen alle Spannung los. Und erlaube es dir, hier noch so ein paar Minuten zu entspannen, dir noch ein wenig Entspannung zu gönnen.
dann vertiefe langsam deinen Atem wieder. Nimm deinen Körper wahr, wie er auf der Unterlage liegt. Und beginne langsam so kleine, feine Bewegungen zu machen. Vielleicht deine Finger zu bewegen, deine Zehen durch so ein wenig zu recken und zu strecken. Schau mal, was dir jetzt gut tut. Und dann nimm dir noch so einen kleinen Moment Zeit, dich gerne auch auf deine Lieblingskörperseite zu rollen. Hier noch für einen Moment zu bleiben, bevor du dann wieder zum Sitzen zurückkommst. Dann finde dich langsam wieder zurück zum Sitzen, lass dir Zeit. Lass gerne deine Augen noch geschlossen. Und bring gern deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Schenk dir selbst ein Lächeln. Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit für diese Yoga-Praxis genommen hast. Ja, und ich danke dir, dass du dich von mir hast begleiten lassen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar unter dem Video freuen. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal und vergiss auch nicht, die Abo-Glocke zu klicken. Dann wirst du benachrichtigt, wenn es neue Videos von mir gibt. Also ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du dabei warst und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Namaste. Okay.